Der König ist wieder zurück. In von einer sehr verstrubbelten Marie zu Vlogzember Tag 2. Guten Morgen auch von mir. Ich habe gerade ein Workout gemacht. Ich habe es tatsächlich durchgezogen, was ich mir gestern Abend vorgenommen habe. Nicht so ein ganz hartes, einfach auf der Fitnessblender-Seite was. Das eine halbe Stunde ging und jetzt gehe ich schnell duschen. Eine Waschmaschine läuft auch schon, ist jetzt 20 vor 9 und um 9:30 muss ich gehen, weil ich da eine Uni habe. Und dann haben wir da später eben noch die Besprechung, habe ich euch ja alles erzählt gestern. Cool, wenn man irgendwie so alles schon mal erzählt hat und ihr so richtig, richtig in der Serie dabei seid. Finde ich schon sehr, sehr cool. Geil. Was machst du heute? Gerade konstruiere ich weiter an meinem Dübel. Habe ich gestern schon erzählt. Und ich bin schon ein Stück weitergekommen, aber es ist schon irgendwie ein bisschen knifflig. 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 Und was mal aufpassen, da passt auf mich auf. Was haben wir hier für eine Gesellschaft? Tiere am Arbeitsplatz, gell? Ja, hallo. Wieder mal bin ich viel zu spät dran. Ich wollte eigentlich schon vor 10 Minuten aus dem Haus gegangen sein. Bin sehr froh, dass ich früher nicht mit der Bahn zur Schule fahren musste. Ich glaube, ich wäre regelmäßig zu spät gekommen. Aber ich weiß nicht, in der Uni ist das so, wenn man jetzt nicht Anwesenheitspflicht hat, dann überlege ich mir manchmal so, ich könnte jetzt rennen oder ich frühstücke in Ruhe fertig und komme vielleicht 5 Minuten zu spät. Ihr wisst, für was ich mich entschieden habe. So, ich gehe jetzt. Bis später. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Marie ist ja jetzt in die Uni verschwunden und ich muss jetzt diesen ganzen Wäscheberg aufhängen. Ich glaube, das dauert ewig. Ich hasse Wäsche aufhängen. Wem geht's auch so? Ich finde, das ist irgendwie das Schlimmste, was es gibt. Naja, nicht das Schlimmste, aber so im Haushalt mag ich das überhaupt nicht zu tun. 1 Million Jahre später bin ich fertig. Und zwar waren das so viele Socken, deshalb habe ich nochmal einen ganzen Kleiderständer mehr gebraucht. Es hat ewig gedauert. Auf jeden Fall mache ich mich jetzt an das Schneiden von dem ersten Mandatwender, also von dem ersten Tag, den ihr gestern gesehen habt. Und Marie und ich wechseln uns immer ab. Also jeden Tag schneidet ein anderer. Da ich ja gerade im Vlog schneiden bin, weiß ich ja, was ich gestern erzählt habe über Spinning. Und ich habe eigentlich gar keinen so einen schlimmen Muskelkater. Also es geht, meine Beine sind nur so ein bisschen schwer und so müde, aber eigentlich geht's voll. Hätte ich nicht gedacht. Und wir haben den Mac irgendwie geupdatet auf das neue Betriebssystem und dann ist Final Cut jetzt auch ganz neu. Und das ist so ein Shit, weil das stürzt die ganze Zeit ab und sagt irgendwelche Fehler und dann funktioniert alles nicht mehr. Nicht gut, gar nicht gut. Wie dick ist diese Brotscheibe bitte? Der Aufstrich ist übrigens so ein indischer Aufstrich. Der ist so mega lecker, den hat Marie ihre Mama mitgebracht. Ich kann ihn euch mal zeigen. Er heißt Buko India. Schmeckt total lecker. Also wenn ihr mal probieren wollt, nur zu empfehlen. Vlog ist geschnitten und hochgeladen und ich muss mich jetzt einmal an meinen Bart machen, weil der ist schon wieder ziemlich lang. Und dann muss ich los in die Uni, weil ich habe um 14.30 Uhr eine Besprechung mit meinem Prof. Wegen der Studienarbeit und ich setze mich jetzt in die Badewanne, damit ich nachher nicht das Waschbecken putzen muss. Das hat irgendjemand mal geschrieben, dass der das so macht, hier sich in der Badewanne zu rasieren. Deshalb mache ich das jetzt auch. Und damit ich mich irgendwie anschauen kann, benutze ich Marie ihren Beauty-Spiegel. Und da liegt die Bartleiche, die ich gleich runterduschen werde. Psst, psst. Wie witzig sieht das denn bitte aus? Hallo von mir und tschüss von Alex. Ich fetz jetzt in die Uni. Und ich bin gerade heimgekommen. Also sehen wir uns jetzt gerade noch so an der Tür. Bei mir war es richtig gut. Jetzt ist 2. Ich muss mir jetzt mal was zu essen suchen, weil wir waren immer noch nicht einkaufen. Vielleicht mache ich das später noch. Jetzt muss ich mir erst noch ein bisschen erledigen. Tschüss, viel Spaß. Der König ist wieder zurück. In Bitte? Der Junge hat auch ein gesundes Selbstbewusstsein auf jeden Fall. Jetzt habe ich alles vergessen. In der Uni war es auf jeden Fall mal cool. Ich habe mich eine Stunde lang mit meinem Prof unterhalten. Es war voll interessant. Und ja, mein Thema haben wir immer noch nicht richtig festgelegt. Jetzt muss ich noch mal ein bisschen eingrenzen und so. Aber ich glaube, wir sind auf dem guten Weg dahin. Und bei dir? Ich
Also irgendwie habe ich, war ich die letzten paar Stunden echt beschäftigt, aber ich kann dir jetzt gerade nicht mehr sagen, was ich gemacht habe. Ich habe auf jeden Fall verschiedenes gemacht, aber also ich habe immer so kleine Sachen, viele Mails und hin und her Geschreibsel und dann hier wieder was rausschreiben. Auf jeden Fall sitze ich jetzt schon wieder, hier wie jeden Tag, an dem Fragebogen und werde den jetzt nochmal überarbeiten, weil wir ja diese Besprechung hatten und schaue mir ja gleichzeitig auch noch so Tools an, mit denen man das dann später umsetzen kann und so. Und so ein bisschen das Ganze mal noch ein bisschen besser überlegen, wenn man das beantwortet, wo kommt man dann hin und so. Es ist so ein bisschen gehirnknotig. Ah, okay. Ich verstehe. Nix. Ich merk's. Komm, Ines, gib ein Stänkchen. High five. High five. Fein. So, ihr Lieben, wir haben euch noch gar nicht erzählt, wo wir jetzt hingehen. Richtig. Ich verfolge dich. Und zwar gehen wir zum Dodo aufs Konzert. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, aber mit dem war ich mal beim Musikvideodreh in Barcelona. Das ist ein guter Kumpel von mir und der hat heute sein erstes eigenes Konzert hier in Stuttgart. Und da haben wir uns Karten gekauft und gehen jetzt dahin. Ihn ein bisschen unterstützen. Ihr kennt ihn vielleicht. Wona war Vorband von Crow, jetzt auf der MTV Unplugged Tour. Ganz viele von euch haben uns nämlich Fotos geschickt, wie sie da waren, genau. Und so. Und ja, wir sind sehr stolz auf ihn, deswegen gehen wir jetzt zu seinem Konzert. Scheiße, ich krieg die blöde Tasche nicht auf, denn ich wollte eigentlich die Tickets kurz noch zeigen. Egal. Helfst du mir? Ja. Ja. So sehen sie aus. Das ist der gute Dodo. Was gibt's zum Essen? Dodo. Mit schön viel Soße. Und wir sind extra hier reingegangen, weil unsere Hände, die frieren fast ab. Wir sind jetzt ganz runter in die Stadt gelaufen. Und es ist einfach so, so kalt. Es ist so kalt, aber es ist so geil, wenn ihr so die Arme ineinander macht. Die Arme lassen immer, als hättet ihr keine Arme. Dann werden die Hände nicht so kalt. Life-saving-Hack. Life-Hack von Marie. So, das sag was. Das ist jetzt live. Ich kann gar nichts mehr sagen. Ja, I don't know. Es geht gleich los. Ich freue mich sehr. 5 Minuten davor geht gar nichts und so 2 Minuten davor geht wieder ein bisschen was. Ich bin sicher, dass es meine allererste Tour ist. Und natürlich auch die allererste Tour mit meiner allerliebsten Band. Wir machen jetzt ein Bild zusammen, damit eure Liebe einen Rahmen hat. Gib mir einen Rahmen auf das Stichwort! Da kommt jemand. Kommt ein Walfisch zum Thunfisch. Fragt, was soll der Thunfisch sagen? Ey, du hast die Walfisch. Danke, ciao. Scheiße, es ist kalt. Wisst ihr, warum Alex so rumschreit? Oh. Weil er schon gemütlich im Bett lag und ich kam und meine
Eiswatschel, meine Eistüte. Ah, verschwinde! An die Innenseite von seinen Beinen presse. Ey, die sind so abartig kalt. Ich weiß nicht, wie so Beine oder Arme so kalt sein können. Jetzt tu mal dann entspann dich. Entspann du dich mal, will ich eher sagen. Ich bin entspannt. Wir sind auf jeden Fall wieder zurück vom Konzert. Es war richtig, richtig schön. Ja, war einfach cool. Mal wieder in live zu hören, Dodo. Ich habe ihn früher öfters live gehört und jetzt mal so bekannter ihn live zu hören. Es war echt cool. Ja, und wir haben ein paar von euch getroffen, die Dodo tatsächlich auch erst gefunden haben durch uns, was uns natürlich sehr freut. Also hallo an euch. Gegrüßt. Und vielen Dank auch für eure ganzen Kommentare, wollte ich noch sagen, fällt mir da gerade ein. Genau, schön, dass euch das Intro so gut gefällt. Ja, das freut uns natürlich. Wir freuen uns total auf Mandadvent, Flockzember, wie auch immer. Ja, und mal schauen, was noch so passiert. Jetzt gehen wir auf jeden Fall schlafen und dann sehen wir uns morgen um 18 Uhr wieder. Genau, wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen. Bis dann, schönen Tschüss. Tag, Mittag, Abend, Nacht. Da ich ja gerade im Vlog schneiden bin, weiß ich, was ich gestern erzählt habe über Spinning. Nee, warte, was? Ah, doch.